Hallo, da bin ich wieder, zurück mit einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Unposting. Moment, was kann ich denn hier zeigen? So würde ich es zeigen. Zwei Briefe, vielleicht erkennt sich ja schon jemand wieder. Es ist auf jeden Fall ein Brief von Celine aus, Dalgo-Döberitz. Noch nie gehört. Und ein Brief von Luna aus Dortmund. Zwei Mädels mal wieder. Sehr, sehr cool. Celine, mit dir hatte ich ja auch schon geschrieben. Deswegen, wir machen einfach mal deinen Brief hier auf und gucken mal. Ich fange ja meistens mit dem etwas dünneren an, um mal ein bisschen abzuschätzen, wie viel da so drin ist und wie viel Zeit ich hier so brauche. Ah, ja, jetzt bin ich ja echt mal gespannt, weil du schreibst auch immer sehr viel, du kommentierst auch immer sehr, sehr viel. Mal schauen, ob ich was vorlesen darf. Ja, ich darf vorlesen. Juhu, da freue ich mich doch immer sehr, wenn ich etwas vorlesen darf. Cool. Brief darf vorgelesen werden. Überraschung. Oh, Überraschung ist immer gut. Überraschung, haben wir noch ein paar. Oh, da steht schon was drauf. Das ist ja schon fast hier verraten. Ich sehe schon fast. Rosa. Sieht aus wie Violetta. Und dann gucken wir natürlich erstmal hier. Brief. Darf ich den auch so lesen? Moment. Ja. Hey ho, liebe Zanzara. Vielleicht kennst du mich noch. Ich habe dir den riesen Brief geschickt. Ja, ich kenne dich noch. Ich wollte dir einfach noch einen Brief schicken. Ich habe die Ice Age Sticker beigelegt und extra rausgesucht. Hä? Die du noch brauchst? Dein Ernst? Ich hoffe, du hast jetzt alle. Ich habe Dori jetzt auch gesehen und fand ihn toll. Das Stickerheft habe ich auch. Bis bald, Celine. Wie cool. Wie, du hast mir die rausgesucht. Ach, dann habe ich doch. Oh. Ah, da muss ich ja gleich mal gucken. Moment, Überraschung. Soll ich erst Überraschung machen? Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Was ist da denn drin? Oh. Aha. Oh, aha. Oh. Cool, was ist das denn? Oh, selber gemachte irgendwas. Ah, cool, das sind, sagen wir mal, selbstgemachte Karten, Sticker. Das ist ja süß. Wir haben hier einen Nemo. Ist das Nemo? Ja, das ist Nemo, würde ich sagen, genau. Glücksflosse haben wir natürlich hier. Dann haben wir hier einmal Dori und Nemo. Hier haben wir, oh, wer ist das denn? Wer ist das denn? Kenne ich die? Kenne ich die? Muss ich die kennen? Woher kenne ich die? Kommt mir bekannt vor. Steht das da? Nee, verdammt, steht da nicht. Schade. Ah, das ist hier Arlo. Das ist auch irgendwas, aber ich weiß auch nicht, was das ist. Das scheint gerade, ich muss mir mal sagen, oh, das sieht aus wie Mia and Me oder so. Aber ich glaube, das ist dies nicht von Mia and Me, oder? Das muss ich mir nochmal verraten, was das hier ist. Das ist auf jeden Fall Arlo und Spot, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, oder? Ich glaube ja. Auf jeden Fall sehr süß. Selbstgemachte irgendwas, Karten, nennen wir es jetzt mal so. So, ich glaube, hier brauche ich mal meine Schere. Ich möchte hier nichts beschädigen. Und das kriege ich so auf. Und das mal wieder nicht. Ich bin doch immer so ein Tollpatsch. Mir passieren also doofe Sachen. Ah, cool. Die hatte ich doch schon mal hier. Simba! Das sind die zauberhafte Weihnachtssticker. Oh, die finde ich cool. Ah, das ist Merida. Merida. Oh, cool, das Unterteil auch gleich mit dabei. Tada! Oh, da hätte ich echt gerne das Stickeralbum zu gehabt. Hook haben wir von Cars. Und nochmal Simba und Nala. Schön, die sind schön, die mag ich. Und das hier sieht nämlich doch sehr nach Violetta aus. Ich glaube, der ist doch auch Violetta, oder? Ich glaube, das ist Violetta. Hast du mir da auch welche rausgesucht, die mir fehlen? Nee, oder? Oh, was tue ich da? Komisch aufschneiden. Ja, ich weiß. Das kann ich gut. Komische Sachen machen. Jetzt muss ich es zerstören. Aus. Ha, okay. Da haben wir Violetta Sticker. Da bin ich immer gespannt, ob mir davon auch was fehlt. Das kommt mir auf jeden Fall schon bekannt vor. Und den kenne ich, glaube ich. Kenne ich, glaube ich, auch. Weiß ich nicht so genau. Gott, da brauche ich ja länger für, um das hier aufzuschneiden, als die Sticker auszupacken. Hey, wie peinlich. Ah, verzeiht mir. So.
Wusste ich doch. Noch mehr Violetta Sticker. Nochmal Violetta. Oh, ich glaube, den habe ich nicht. Da kommt mir auch wieder so unbekannt. Muss ich nochmal gucken hier auf meinen schlauen Zettel, ob das irgendwas war, was mir fehlt. Und der hier. Ich glaube, ich gucke mal eben direkt, weil vielleicht hast du ja tatsächlich welche eingepackt. Ich habe nämlich mein Zettel hier liegen. Da stehen die vielen Aufkleber nämlich drauf. Vielleicht haben wir ja tatsächlich Glück und es ist was dabei, was ich noch nicht habe. Hä? Wo ist denn mein... Ach, da. So, gucken wir mal. 9, nicht, nee, 3, 29, 145, nee, ja, nein, 7, nee, ach, schade. Schade, das wäre cool gewesen, wenn du jetzt aus Versehen welche dabei gehabt hättest, auch von denen, die mir noch fehlen. Aber da weißt du, wusstest du, glaube ich, noch gar nicht, welche mir fehlen. Ich habe das Video nämlich erst später gemacht. Hey, ich habe ja auch noch einige, die ich noch öffnen kann. Also da habe ich jetzt noch nicht so die Panik, dass mir dann unglaublich viele fehlen werden. Ich habe da, glaube ich, noch... Habe ich noch ein ganzes Display oder so? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, ja. Aber hier von den Eich-Age-Stickern. Ich kann mal wieder nicht richtig reden. Eich-Age-Sticker passt. Sprachfehler. So. Ice Age, da muss ich natürlich umblättern, also auf der anderen Seite. Ice Age, Lidl. So, gucken wir mal hier. Die 16. Du hast das natürlich auch zu einem Zeitpunkt geguckt, da haben wir wahrscheinlich noch mehrere gefehlt. Der fehlt mir. Der fehlt mir auch immer noch. Und dieser hier, oh mein Gott, meine Sammlung ist voll. Meine Sammlung ist tatsächlich voll jetzt. Ha, ich glaub's gar nicht. 105, den hatte ich mittlerweile schon. Dann Scratch. Den habe ich mittlerweile auch. Und 103. Ach, aber Tatsache, das waren auch welche, die mir auch gefehlt haben. Ja, stimmt. Du hattest echt recht zu der Zeit. Wahnsinn. Okay, also die hier habe ich tatsächlich doppelt. Aber das ist der, mein allerletzter. Tada! Mein allerletzter Aufkleber, der mir gefehlt hat. Jetzt habe ich ihn voll. Jetzt kann ich richtig unbesorgt einkleben. Wahnsinn. Cool. Vielen, vielen Dank. Oh, okay, das ist wieder irgendwas Rosanes. Ich glaube, das ist eine andere Serie von irgendwas Violetta vielleicht, ne? Steht da was drauf? Ein Fragezeichen-Booster wieder. Oh, Mia and Me! Ah, die Sticker von Mia und Me, die sind ja auch wunderschön. Boah, richtig cool. Sonnenregen, Sonnenbogen. Hä, was ist ein Sonnenbogen? Habe ich jetzt gerade erfunden. Ah, hier haben wir wieder diese Königsfamilie. Auch. Und Ciao, ist das Und Ciao? Nee, Und Ciao ist das andere, oder? Das ist so ein Weltpferd. Und das ist auf jeden Fall Mia. Cool. Wieder mal ein paar neue Sticker, die ich noch gar nicht kenne. Und natürlich auch noch selbstgemacht das und so. Richtig cool. Oh, da war ja jetzt schon in dem hier so viel drin. Oh, mal gucken, wie lange ich dann für den nächsten noch brauche. Erstmal schon mal vielen Dank, Celine, für dich an dich. Was? An dich für diesen coolen Brief. Ich habe ja hier noch, genau, das ist dein Brief. Der muss natürlich darüber, der kommt nicht weg. Oh, vielen Dank. Sehr cool. Auch, ich mag ja auch sowas hier, so eine selbstgemachten Sachen, selber ausgeschnitten, rausgesucht und so. Finde ich auch total schön. Man muss ja nicht irgendwie viel Geld ausgeben für irgendwas, sondern man kann auch irgendwas selber machen und muss doch nicht extra für irgendwelche YouTuber Geld ausgeben, sondern einfach... Ja, wenn man so Spaß hat am Basteln oder am Malen, kann man das natürlich auch super gerne machen. Ich freue mich da mal drüber. Ja, und ich bin einfach zu doof hier gerade, um einen Brief zu öffnen. Ich kann das einfach so machen. Haha, ich blöd, Mann. So, das ist nämlich ein dicker Brief von Luna. Wow. Uiuiuiui. Das sind auf jeden Fall richtig dicke Booster. Moment, was steht hier? Steht da irgendwas, was ich hier darf, nicht darf, machen soll? So, eins. Zwei und ein ganz dicker hier noch. Und dann haben wir hier, uiuiui, okay, noch ein paar Fußballkarten. Der Brief darf vorgelesen werden. Das tun wir doch direkt. So. Hallo Zanzara, mein Name ist Luna und ich bin 15 Jahre alt. Ich lebe im wunderschönen Dortmund. Ich habe dir ein paar Karten von Star Wars, Match Attacks und Slam Attacks dazugelegt. Habe ich auch alles schon geöffnet. Die Infos zu den Slam Attacks Karten. Es gibt richtig Infos. Alexa Bliss, Alexis Lexi Kaufmann, geboren 19.08.1991, Größe 1,55. Wie klein ist die denn? Das ist ja süß. Tag Team, mindestens zwei Mitglieder pro Team. Durch Abschlagen in der Ringecke wird der Kämpfende abgelöst.
The New Day, von links nach rechts. Xavier Woods, Big E, Kofi Kingston. The Usos, Jimmy und Jay Uso. Daniel Bryan, Karriereende 2016, war immer ein Underdog, gewann aber 2014 den World Heavyweight Championship, Weltschwergewichtstitel. Ist jetzt Generalmanager bei SmackDown, Wochenshow der WWE. Jeden Freitag um 22 Uhr bei ProSieben Max. Wow, du bist ja ein richtiger Fan, oder? Zum Schluss habe ich noch drei Fragen an dich. Welche Person hat dich in deinem Leben am meisten inspiriert? Wow, das ist echt schwer. Ich glaube, mein Vater tatsächlich. Ich glaube, mein Vater hat mich am meisten inspiriert. Mein Papa, der lebt ja leider nicht mehr. Der ist leider gestorben. Aber ja, der war eigentlich immer sehr der Zeit voraus, sage ich jetzt mal so. Der hatte immer super, super viele Ideen und hat total viele neue Sachen immer ausprobiert. Und war nie so, wie er in seinem Alter eigentlich hätte sein sollen, was man immer so sagt, so wie ältere Menschen sein sollen. Der war nie so, sondern er hat halt immer weiter gedacht, hatte immer ganz viele tolle Ideen und war immer total inspiriert und ist auch immer so mit der Technik gegangen. Und das hat mich als Mensch oder auch als junger Mensch immer schon inspiriert, halt auch mal so zu werden und nie stehen zu bleiben und immer weiterzumachen. Deswegen würde ich sagen, das ist mein Papa. Was ist mein Lieblingsfilm? Es gibt mehrere. Also es gibt viele Filme, die ich toll finde, aber ich würde sagen, so ein Film, den ich immer wieder gerne gucke, ist Harry Potter. Also die ganze Reihe von Harry Potter und Twilight. Wenn man das so sagen kann. Aber es waren auch meine Lieblingsbücher und deswegen ist das so, ja. Ich finde immer, Filme sind schwierig an das, für Filme ist es schwierig, an das Buch ranzukommen, weil ich finde die Bücher meistens besser, aber das sind schon tolle Filme. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viele gute Filme, also die ich sehr, sehr gut finde. Und was ist mein Lieblingsspiel? Also wenn du jetzt Spiel meinst, gehe ich immer von PC-Spiel aus, weil ich bin ja ein PC-Spieler und spiele ja auch. Ich habe auch einen Gaming-Kanal, wo ich ja auch immer aufnehme und wo ich auch YouTube betreibe. Und da habe ich eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich da ein Lieblingsspiel habe. Ich spiele ja schon sehr, sehr lange World of Warcraft. Deswegen gehört das wahrscheinlich mit zu meinen Lieblingsspielen, aber auch solche Sachen wie Rollercoaster Tycoon, solche Aufbauspiele. City Skylines ist auch ein sehr, sehr tolles Spiel, aber ich habe auch gerne Adventures gespielt. Ja, wenn ihr noch mehr so eine Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch gerne stellen. Vielleicht mache ich dann irgendwann auch mal so ein FAQ, sowas wie Pressekonferenz bei Ben Masterful. Wenn es da genügend Fragen gibt, dann kann ich natürlich auch gerne mal so ein Video machen. Vielleicht kündige ich das irgendwann auch nochmal an, aber also falls ich so eine Fragen ansammeln, dann könnt ihr natürlich gerne fragen und dann mache ich eventuell mal ein Video dazu. Finde ich aber schön, dass du dich auch reingeschrieben hast, das freut mich total. Weil so lernt man natürlich auch die Leute ein bisschen besser kennen. Hättest ja deine auch noch mit dazu schreiben können, hätte mich auch interessiert. Oder du schreibst es einfach in die Kommentare, wenn du das siehst. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr könnt doch generell mal schreiben, ich frage mal euch, was ist denn zum Beispiel euer Lieblingsfilm? Oder ich frage euch einfach die drei Fragen. Wer hat euch am meisten inspiriert? Was war die zweite Frage? Was ist dein Lieblingsfilm und was ist euer Lieblingsspiel? Ihr dürft alles sagen, nicht nur Computerspiele, sondern auch so könnt ihr gerne alles sagen. Schreibt mal in die Kommentare, was das bei euch so ist. So, dann gehen wir mal weiter hier zu den Karten. Hier haben wir auf jeden Fall, was er auch geschrieben hatte, Match-Attacks-Karten. Ne? Habe ich schon so erkannt, wow, ich werde Profi. Hust. Da haben wir Emanuel Höhn. Abwehr. Ja, okay. Oh Gott. Artyoms Rutnevs. Was ist das denn für eine Nationalität? HSV, aber das ist ja nicht kein deutscher Name. Arthur Sobiech. Oh, und hier wieder eine limitierte Auflage. El Hierro Elia. Ich liebe ja limitierte Auflagen, die sehen immer so schön aus, weil die so schön glänzen. Ich bin wie so eine Elster oder so. Ich mag immer so glitzernde Sachen. Okay, das habe ich nicht gemacht. Wie auch immer. Wir machen einfach mal weiter mit diesen schönen Überraschungsboostern. Überraschung! Ich glaube, da ist noch irgendwas Cooles. Nochmal Fußballsachen und, das ist gemixt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Das hier sieht nach Match Attacks, sondern nach Star Force Attacks. Genau, Force Attacks. Chewbacca. Oh Gott, warum habe ich den so komisch ausgesprochen? Ich weiß, dass der Chewbacca heißt. Chewbacca. Mon Mothma, ich glaube, das spreche ich verkehrt aus. General Jan Dodonna. Berulas. Was? Feuchtfarmer? Was ist das denn? Ein Feuchtfarmer. Tokat. Ewok, der ist ja süß.
Rumba, auch ein Ewok. Es tut mir leid, ihr wisst ja, ich kenne mich damit nicht gut aus. Schneesoldat. Aber ich zeige dir natürlich trotzdem die Karten. Es ist mir egal, ob ich die kenne oder nicht. Ihr kennt die bestimmt besser. Spürtruppler. Probot. Todesstern-Druide. Gamorin, was? Gamorianische Wache. Da will ich auch nicht vorbei wollen. Dann haben wir einmal den Millennium-Falken. Das At-At-Kampfläufer. At-At. Jabbas Segelbarke. Han Solo. Captain Phasma. Wieder ein Schneesoldat. Der X-Flügel-Sternjäger. Habe ich gelernt, X-Flügel, weil der sieht aus wie ein X, wenn man drauf guckt. Gut, das ist einfach nur so ein Sturmtruppler. Okay. Das ist auch nur so ein X-Dingsbums, X-Schiff. Ah, Wally. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Name, keine Ahnung, Strike, weiß ich nicht. Ein Sturmtruppler oder so. Oder auch nicht. Weiß ich nicht genau. Achso, und dann haben wir natürlich hier noch diese Limis, oder sind das Limis? Ich glaube ja. Nochmal hier ein Millennium-Falke. Ein TIE-Abfänger. Ein Schiff. Finn, Powerbonus, yeah. Was heißt Powerbonus? Steht überall Powerbonus, oder? Und einmal Chewbacca. Auch in einer, wow, Glitzerkarte. Die ist cool. So, die kommen mal dahin. Was kommt da denn jetzt? Ich will mal schon mal reinschmulen, da sehe ich mal nichts. Ah, verdammt. Ui, ah, das ist das, was du mit aufgeschrieben hast. Cool, Alexa Bliss. Jetzt weiß man auch ein bisschen was dazu. Das ist ja, vielleicht hätte ich das gleich gleichzeitig vorlesen sollen, aber naja gut, ich habe es ja jetzt eben schon vorgelesen. Ah, das, die hattest du auch aufgeschrieben, alle von links nach rechts. Tag Team. Auch Tag Team, The Usos sind das. Xavier Woods, Honor Roll. Hast du erklärt, wie der Schlag geht? Krass. Und Daniel Bryan, Champion. Die sieht ja geil aus. Das ist auch hier Slam Attacks, ja. Slam Attacks habe ich übrigens mit Ben Masterful ausgepackt gerade letztens. Ich weiß nicht, ob das Video schon hochgeladen ist. Wird auf jeden Fall ein Boys Day. Falls ihr da Bock drauf habt, haben wir da auch Karten zu. Deswegen kenne ich mich jetzt ein bisschen aus. Nein, ich kenne mich natürlich überhaupt nicht gut aus, aber ich habe sie wenigstens schon mal gesehen und schon mal geöffnet. Finde ich aber cool, dass du es dazu geschrieben hast, richtig eine Erklärung, dass man auch ein bisschen was damit anfangen kann, also auch für die Leute, die jetzt nicht so große Ahnung haben. Die wissen jetzt wenigstens auch ein bisschen Bescheid. Ich glaube, hier ist ein bisschen was gemischt. Schauen wir mal, das hier ist wahrscheinlich wieder... Ah, okay, das sind verschiedene. Das ist wieder irgendwas mit WWE. WWE? Heißt das nicht eigentlich WWF? Siehst du auch immer WWF, oder? Bret Hitman Hart, das sind auf jeden Fall Aufkleber. World Wrestling Federation, ja, WWF, nicht WWE. Ich hatte nämlich vorhin WWE vorgelesen, aber ich wusste doch, was heißt doch WWF. Kit. Ah, der gehört zusammen. Cool, da haben wir gleich so einen Doppelsticker hier. Und The Undertaker. Den hatten wir übrigens auch in den Karten. Den muss man natürlich kennen, den kennt man ja sogar, wenn man kein WWF-Fan ist. Den kenne sogar ich. Und hier sind noch mal wieder andere. Was sind das hier? Then Now Forever. Ach, die sind von Tops. Okay. Dash und Dawson. Ein Team scheinbar. Das ist bestimmt wieder irgendein spezieller Wurfschlag oder was auch immer. Eddie Guerrero. Cool, wie so ein Glitzerdings hier. Finn Balor. Der sieht ja auch mega gut aus. Der sieht richtig schön aus. Ich mag sowas. Daniel Bryan. Oh, und Charlotte Wood. Also Charlotte, ich weiß nicht, ob sie auch Wood heißt, das stand nur drauf, deswegen habe ich es vorgelesen. Die sehen immer so richtig so süß aus und dann kämpfen die so dolle, ne? Da war ich schon bei den anderen immer so, als wir die ausgepackt haben mit Ben, war ich schon so verwirrt, weil ich immer dachte, so, die sind dann auch so, ne, so bullig eher und so muskulös, aber sind sie ja gar nicht. Okay, sie sind drahtig wahrscheinlich eher. So, hier haben wir nochmal einen Todesstern-Druiden. Spürtruppler. Tuckert, den haben wir vorhin schon mal gehabt. Oh, nochmal. Berulas.
Und nochmal Birolas, die haben wir vorhin auch schon mal gehabt. Das weiß ich noch. Habe ich mir gemerkt. Also, tun wir den mal dazu hier. Und ich glaube, das waren nämlich jetzt alle Karten. Mega cool. Mega cool. Vielen Dank auch nochmal an dich, Luna, für diesen coolen Brief mit den coolen Karten dazu. Warte, wo ist denn der Brief hin jetzt? Ach, hier ist der Brief, okay. Auch mit der Erklärung und sowas, wieder mal was ganz anderes. Ich finde das toll, wie verschieden die Briefe sind, was ihr so schickt, auch was ihr dann da rein tut und wie, was so eure Ideen sind. Seid kreativ, macht was, worauf ihr Bock habt. Und falls ihr da Lust habt, natürlich schickt mir gerne was. Ich schreibe euch die Adresse hier unten rein, verlinke die unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Bitte, bitte keine Pakete schicken. Ich kann es immer nur wieder sagen, es ist passiert, das Paket kommt nicht an, leider. Ich kann da nichts gegen machen. Es ist einfach so, dass ein Postfach nur Post annimmt und die Pakete einfach wieder weggeschickt werden. Ich würde sie selber gerne annehmen, aber es funktioniert nicht. Die Post macht das leider nicht. Ja, und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich fand die Briefe sehr, 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 sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut. Und dann sage ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss und vielen Dank. Tschüss.